Die World Skills sind für mich ein einmaliges Erlebnis, an dem ich viele Eindrücke, viele Erlebnisse und viele verschiedene Leute kennenlernen werde. Die World Skills sind für mich die härteste Erfahrung meines Lebens gewesen. Ich war ja selbst Teilnehmer 2011 in London und man muss sich das einfach wieder angucken. Und wenn man dabei noch was Gutes tun kann, helfen kann, ist das eine tolle Sache, denke ich. Ich denke, warum ich mich hier engagiere, ist, die Wurzel liegt weit zurück. Ich war selber mal Teilnehmer. Und wenn das Feuer in einem für diesen Wettbewerb brennt, man konnte es eigentlich nicht löschen. Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Mit dem bin ich groß geworden und das hat mich als Kind schon fasziniert und das ist für mich der einzige Beruf, den ich mir vorstellen könnte. Die Erfahrung weiterzugeben ist eigentlich das Wichtigste beim Wettbewerb. Nur das Gesamtpaket von Erfahrung und Können konnte zum Erfolg führen. Mein Experte hat mir als Tipps mitgegeben, einfach die Ruhe zu bewahren, sich nicht von anderen Nationen, von anderen Arbeitsweisen verrückt machen zu lassen und natürlich auch erstmal die Kopfarbeit zu machen und danach in die schnelle Handarbeit, wo man dann auch die Zeit rausholen kann, überzugehen. Durch die Teilnahme in London, möchte ich sagen, hat man für den Alltag ein Stück weit, ich nenne es mal Sicherheit bekommen. Es gibt nicht mehr viele Situationen, in denen man keinen Ausweg weiß. Ich sag's mal so, man hat das Anstrengendste und Stressigste erlebt und im Alltag kann eigentlich nicht mehr viel passieren, was schlimmer wäre oder schwerer zu bewältigen. Und im Prinzip kann man sagen, dass deshalb der Alltag etwas leichter geworden ist. Es ist natürlich gerade in der Vorbereitungszeit ein Haufen Stress. Es gibt Tage oder Wochen, wo man sich fragt, warum? Warum tut man sich das an? Aber nach dem Wettbewerb weiß man's. Definitiv. Die World Skills sind für mich, ich denke, die schönsten Wettbewerbe, die es im beruflichen Bereich gibt. Das Flair, das fachliche Niveau und der freundschaftliche Teamgeist, der hier herrscht, wird, denke ich, nirgends erreicht werden. Und wenn man es mal kennt, einem nicht mehr loslässt und einfach das Feuer anzündet in einem und man kommt schlecht weg davon.